Hier wohnt Vari, genau. Der kleine Vari liegt da einfach so rum. Der andere ist am Meditieren. Er meditiert jetzt mit. Und er hier liegt immer noch da oben rum. Hey, hört auf damit. Seid lieb zueinander. Figo. Genau jetzt in diesem Moment sind meine Katzen auch gerade wieder wach geworden. Und laufen hier rum und werfen die Möbel um. Oh, was soll das denn hier mit dem Müll? Wo sind die Hausmeister? Ich muss die alle rauswerfen. Hier macht niemand sauber. Wofür werden die überhaupt bezahlt? Weil das macht auch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ne? Die Hausmeister sind da, aber muss selbst den ganzen Mülleimer leer machen. Das macht irgendwo überhaupt keinen Sinn. Das sieht auch total asozial hier aus, wenn der ganze Müll hier rumliegt. Und klar, dass die Besucher dann total unzufrieden sind, wenn der Müll hier überall rumliegt. Wo sind die Hausmeister? Und wen haben wir hier reingesetzt? Moment mal. Ich habe leider den Namen von den Kleinen da vergessen. Das waren... Ach, Wombat. Okay, genau. Ich meine, die kommen ja auch aus Australien, also aus dem Outback. Kurz mit der Kamera näher rangehen. Hey! Sieht aus wie so ein zu groß gewordener Hamster. Nur halt ein bisschen anders. Ach, wie süß. Ich glaube, das waren jetzt alle drei Gehege, oder? Moment. Hier war... Ja, genau. Das waren die drei Mini-Gehege. War ja eben kurz bei den Eisbären gewesen. Ja, das war's dann hier zum Präsentieren. Und wir haben hier noch etwas. Moment, da gehen wir mal kurz hin. Erstmal kurz das Fahrzeug rufen. Map, map. Also das hier soll eine Attraktion sein für die Besucher, obwohl wir da selber... als Mitarbeiter oder besser gesagt als Zoobesitzer hier einfach rüberfahren können über die Rampen. Also für die Besucher macht das irgendwo keinen Sinn, weil hier auch kein einziger Besucher rumläuft. Das hier ist auch für die Multiplayer gedacht. Hatte dazu halt ein Video gesehen, dass man hier halt ein paar Rennen fahren kann mit den Rampen, über die Rampen. Hin und her, Kreuz und quer. Map, map. Ist auf jeden Fall ganz nett, aber die Besucher haben da irgendwie keinen Bock drauf, so wie man sieht. Naja. Genug davon. Wir bauen jetzt erstmal weiter und wie man sehen kann, haben wir bereits über die Hälfte der Karte bebaut. Also hier ist ja unten die Zentrale. Wenn wir jetzt von hier aus rübergehen auf die linke Seite, die ist komplett voll. Nach oben hin ist auch alles voll, bis hier oben hin. Wir haben jetzt noch das Gebiet hier frei. Bis vorne zur Ecke und dann nochmal runter. Also es werden auf gar keinen Fall 100 folgen, nein. Hatte überlegt, dass es irgendwie länger geht, so. So kam mir es vor, aber... Ja, die Karte ist irgendwie doch noch viel zu klein. Wenn wir jetzt bereits die Hälfte voll haben auf der Karte. Dann könnten das wohl nur so, ja, keine Ahnung, so 20 oder 25 Folgen werden, je nachdem, wie die von mir gecuttet werden. Ob kürzer oder länger, je nachdem, kommt ja ganz drauf an. Aber das ist auch wieder ein bisschen negativ, dass die Karte hier so klein ist. Klar, es gibt kein Baulimit mehr, aber die Karte ist einfach zu klein, um hier sehr, sehr lange zu bleiben halt in diesem Zoo, auf dieser Karte. Genau, wollte ja weitermachen. Ach nein, auf gar keinen Fall runter. Obwohl, doch, wir müssen nochmal runter, um den Müll da wegzumachen. So, Müll, liegt hier noch mehr? Nee, hier liegt kein Müll mehr. Okay, gut. Also, womit machen wir weiter? Hier oben kommt... Guck erstmal hier kurz nach Unterhaltung, Gastronomie, Sauberkeit. Ist alles gelb, ja. Die Toiletten, die waren hier... Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar neue Toiletten. Da unten sind noch ein paar, aber da oben können wir noch ein paar hinmachen. Ein paar Toiletten. Da
Dann fangen wir erstmal damit an. Ach nee, das war ja hier. Oh, Toiletten bitte. Ich würde sagen, das kommt hier oben hin. Wird dann mit der linken Seite verbunden. Und die Toiletten, die müssen aufgelevelt werden. Ja, genau. Aufleveln und Preis ändern, bitte. Minimum, genau. Ja, Gastronomie. Was sollen wir jetzt hier oben hinbauen? Pinguin ist gerade Figo am Verprügeln. Ja, hör das halt bis hier unten hin. Aber ja, bin gerade am Aufnehmen. Ne? Burger, ja, ich würde sagen, wir nehmen noch eine Kaffeebude. Kommt halt hier hin. Ne, Moment, wir drehen das einmal so rum. Hallo, wieso war das gerade rot? So. Es wird mit der Seite verbunden. Es wird dann noch erstmal aufgelevelt, ja. Und hier kommen jetzt erstmal ein paar Sitzplätze hin. Und wieder so ein paar Blumenkübel. Ach, Moment, Level up. Antilope haben wir bekommen. Also wir bekommen auf jedes Level up, bekommen wir immer weniger Tiere. Also immer weniger Tierarten und Deko. Wir haben jetzt aktuell Level 38. Ist ja klar, dass wir dann irgendwann gar nichts mehr bekommen, wenn wir dann ja so gut wie alles haben. Also, was kommt hier rein? Hier kommt wieder ein Palmkübel rein. Es wird zwar angezeigt Blumenkübel, aber es ist doch eine Palme, ne? Also, was kommt hier noch rein? Dann würde ich sagen, wir nehmen das Blaue oder das Rote? Ah, das Rote, genau. Hier kommt dann wieder eine Palme rein. Hier kommt keine Palme. Oder Moment. Machen wir erstmal das hier. Hier ist es rot. Ach, da können wir noch eine Palme hinmachen, genau. Wieso liegt da wieder Müll? Das Gebäude gibt es seit 2 Sekunden. Die ganzen Mülleimer sind wieder komplett voll. Also das... Keine Ahnung, wie wir dieses Problem lösen können. Könnte irgendwie jetzt 1000 Hausmeister jetzt hier reinpacken? Hausmeister, wo haben wir denn? Ja, hier unten sind sie ja. Wie viel Personal haben wir? Also eine Person haben wir noch frei. Würde sagen, wir nehmen einfach Marco. Genau, und der wird dann auch noch ausgebildet auf Level 3. Keine Ahnung, was das bringt. Weil die ja eh keinen Bock haben, den Müll hier wegzumachen. Oder wir brauchen noch mehr Hausmeister. Wir haben jetzt erstmal hier den neuen Kaffeeladen, die neue Kaffeebude. Toiletten haben wir. Sauberkeit, Unterhaltung. Genau, Unterhaltung ist noch ein bisschen zu wenig. Da müssen wir auf jeden Fall noch was dran ändern. Aber es gibt ja auch so wenig Auswahl hier. Wenn wir jetzt hier auf die Unterhaltung draufgehen. Es gibt irgendwie in meinen Augen doch ja, viel zu wenig für die Unterhaltung. Das könnte auf jeden Fall mehr sein. Ich würde sagen, wir nehmen das hier einfach noch. Und es kommt dann hier oben an die Seite. Wird dann auch wieder hiermit verbunden. Genau. So, hier können wir eh nichts dran ändern. Aufleveln oder so? Doch, das geht. Okay. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem Tiergehege. Macht ja auch Sinn in dem Zoo, dass man da auch wieder hin und wieder mal wieder ein paar neue Tiere platziert. Wir haben noch keine Affen. Ist mir gerade mal ebenso aufgefallen. Wir haben noch keine Affen, genau. Da können wir normalerweise wieder das Tropengehege nehmen. Aber ein mittleres. Wo dann nur ein paar wenige Affen reinkommen. Das kommt dann hier oben an die Seite. Und es wird auch wiederum mit der linken Seite verbunden, genau. Mal gucken, was für Affen kommen denn da rein. Neues Tier adoptieren, genau. Antilopen, nein. Wo sind die Affen? Ach, hier. Wer will denn hier wohnen in den Tropen? Die wollen da wohnen.
glaube, die wollen alle hier wohnen, ja? Genau. Würde sagen, wir nehmen diese hier. Einmal nehmen wir Blair. Kommt hier rein. Kommen aber noch ein paar mehr rein. Oh, Level up. Ah, gut, hier haben wir bekommen. Alles klar. Er kommt noch hier rein. Dann noch die Kleine hier. So. Tierpflege. Die brauchen ja auf jeden Fall was zu essen. Ich glaube, die mögen Obst ganz gerne. Genau, Obst und Gemüse. Nee, nee, ich wollte hier nichts ändern. Ich wollte das aufleveln. So, dann gehen wir rüber. Wir brauchen ja auch etwas zum Saubermachen. Das können wir auch wieder aufleveln. Nochmal aufleveln. Nun brauchen wir noch was für die Unterhaltung. Ich glaube, die brauchen ein Klettergerüst, oder? Ja. Sehr gut. Was nehmen wir denn da? Einmal das hier. Ich hatte da noch was gesehen, und zwar hier. Ist das auch für Affen geeignet? Ja, ist aber nur auf dem zweiten Platz. Ja, Kratzbaum auf gar keinen Fall. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier mit? Antilopen? Nee. Damit wollen die wohl gar nichts zu tun haben. Dann gehen wir doch lieber rüber, oder? Guck mir das mal kurz an. Nee, nee. Nehmen wir wieder das linke hier. Freizeitzentrum. Es sind ja überall drei Bälle drauf. Nur halt in einer anderen Farbe. Ist ja auch ein bisschen langweilig, ne? Vom Design her. Überall dieselben Bälle. Da hätte man auch ein bisschen mehr machen können. Ich würde sagen, wir packen das hier einfach rein. Okay, Interaktion lassen wir einfach auf. Ich glaube, hier ist eh kein Platz mehr in dem kleinen mittleren Tropengehege. Kurz nachgucken, Moment. Ja, Sauberkeit. Ja, die ist immer noch gelb. Hier hat keiner Bock, sauber zu machen. Und wir machen mit einem Minigehege weiter. Es gibt noch so viele Tiere, die wir hier platzieren können. Krokodile haben wir bereits, ja. Aber das kommt trotzdem hier hin. Wird dann mit dem unteren Minigehege verbunden, genau. Ich will auf gar keinen Fall alle Tierarten hier in meinem Zoo haben. Aber so einige. Also jede Tierart, die mir halt gefällt. Die Gänse haben wir, die Krokodile haben wir. Und wir nehmen die hier noch. Die sehen super süß aus. Wir nehmen einmal den hier. Den so. Kurz beobachten. Erstmal näher rangehen. Und wo sind die Mülltonnen? Ich will erst zu den Mülltonnen gehen. Zu den Mülleimern. Ach, die sind leer. Nee. Hä? Wo kam gerade der ganze Müll her? Naja. Erstmal kurz beobachten. Was machen die da? Hey! Das ist irgendwie gerade ein bisschen zu dunkel, um das mit der Kamera so gut zu sehen. Ist überhaupt keine Sonne hier. Und ich könnte auch mal kurz die Perspektive wechseln. So hier rüber gehen. Gucken, ob wir dann mehr sehen. Der Kleine geht runter. Hey! Könnt jetzt einfach hier so sitzen bleiben. Aber nein, wir gehen lieber weiter, ne? Ist der Mülleimer wieder voll? Nee, der ist noch leer. Aber hier liegt doch irgendwo noch Müll. Ja, was soll das denn?